Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen Produkttest. Und zwar teste ich die vermeintlich beste Mascara der Welt, die Ultra 4D Effekt Mascara. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich habe in der Werbung irgendwo auf Facebook oder auf Instagram ein Video gesehen, das sieht man ja des Öfteren, dass zwischen den Posts so Werbevideos kommen, gezeigt werden und ja, da hat mich irgendetwas gecatcht und zwar die Mascara und ja, da waren wirklich ganz unglaubliche Ergebnisse, die da erzielt worden sind, die da gezeigt worden sind, aber bei solchen Sachen, da ist man immer eher etwas skeptisch. Also die Mascara kommt in so einer Verpackung, die ist leider etwas beschädigt bei mir angekommen. Und ja, das Produkt ist ja nicht beschädigt, von daher spielt das eigentlich keine Rolle. Die nennt sich Heavy Full Figure Membrane Force Eyelash to Cream. genau, A Beautiful Legend steht da drauf und wenn ich die Verpackung umdrehe, da sieht man auch schon, dass sie aus Asien kommt. Was kann diese Mascara angeblich? Also die nennt sich hier im Shop Ultra 4D Effekt Mascara. Und ja, die innovative 4D Mascara enthält Mikrofasern für extreme Steigerung ihrer Wimpern. 400% länger und dichter. Mikrofaser und eine speziell entwickelte Bürste vergrößern die Wimpern erheblich. Also ihr kennt diese Werbung, da werden verschiedene Blogger gezeigt oder ja, verschiedene Frauen, die dann mit der Mascara die angeblich tollen Ergebnisse zeigen. Und also ich sehe jetzt schon, dass das Bürstchen ganz anders ist. Ja, dieses Foto ist absolut nicht vergleichbar mit der Mascara, mit den Mascara-Bürsten von diesem hier. Und angeblich soll die Mascara dieses tolle Ergebnis erzielen. Müsst ihr mal beobachten, jede dieser YouTuberinnen oder Bloggerinnen oder wie auch immer, jede dieser Frauen hat ein ganz anderes Mascara-Bürstchen. Das ist schon richtig, richtig kackendreist, oder? Wenn man die Länge anpassen möchte, soll man sie dann einmal, zweimal, dreimal oder sogar viermal auftragen, bis die gewünschte Länge oder das gewünschte Volumen erreicht wird. Sie soll verlängern, sie soll verdichten und betonen. Ja, zu der Verpackung kann ich sagen, dass sie ja, ziemlich günstig ist oder billig. ja, die Kanten hier unten sind auf der einen Seite ziemlich scharf. Egal, Verpackung spielt jetzt keine Rolle. Ich hole euch jetzt einmal näher ran. Also nicht erschrecken. Ich bin nämlich völlig ungeschminkt. Ja, meine Lampe habe ich nicht reparieren können. Die flackert ständig. Ich weiß nicht warum. Wenn ihr wisst, ja, was ich dagegen tun kann, dann schreibt mir unten in die Kommentare. Ich trage jetzt erstmal die erste Schicht auf. Ich mache den Laptop zur Seite. So, das ist jetzt die erste Schicht. Und ja, man muss da ziemlich vorsichtig arbeiten. Wenn man vorher sein Augen-Make-up schon gemacht hat, dann kann es sein, dass es relativ schnell verschmiert. Ja, also hier haben sich ein paar kleine Klümpchen gebildet und oh je, einen Moment. So, oh je. Ja, also die ist ziemlich schmierig. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie sein ganzes Make-up, sein ganzes Augen-Make-up versaut.
Da. Tada! Ja, also da ist schon ein Unterschied vorhanden. Lampe. Immer wenn ich aufstehen will, geht's wieder an. Was mir noch auffällt, ist, dass die Wimpern keinen Schwung haben. Dass die Mascara einfach zu schwer ist, dass die Farbe zu schwer ist, diese ganzen Schichten, die ich aufgetragen habe, dass sie die Wimpern so ein bisschen nach unten zieht. Und jetzt wollen wir mal testen, ob die Mascara auch wasserfest ist. So wie es die Werbung verspricht. I feel the air getting colder. I know something's missing here. I need your warm right here. I need you to light a fire. Tatsächlich, die ist wasserdicht, wasserfest. Also ich will da keinen einzigen Tropfen. So, zu meinem Fazit. Ich kann diese, oder ich möchte diese Mascara nicht unbedingt weiterempfehlen. Erstens, die Verpackung ist billig. Zweitens ist der Preis viel zu teuer. Angebliche 32 Euro Normalpreis und angeblicher Angebotspreis 19,99 Euro plus. Würde ich nicht empfehlen. Es ist einfach zu viel Arbeit damit, weil das Bürstchen nimmt einfach zu viel Produkt auf und man kann damit sehr, sehr schnell sein Augen-Make-up ruinieren. genau, und von daher das Versprechen, dass man damit sehr schnell oder weniger Aufwand hat durch diese Mascara, kann ich nicht bestätigen. Und ja, das Ergebnis bekommt man auch mit einer anderen Mascara hin, mit einer guten Drogeriemascara. Ja, also für mich lohnt es sich nicht. So, ich werde mich jetzt, ich werde die Mascara wieder abmachen, mich dann neu schminken, die Lampe reparieren, soweit es geht. Und ich möchte euch nochmal auf den Beauty-YouTuber Adventskalender 2018 aufmerksam machen, bei dem ich mitmachen darf. Ich bin am 13.12. dran. Und die Liste werde ich euch unten verlinken, die Liste meiner Kolleginnen, schaut da einfach mal rein. Türchen 1 bis 6 sind schon geöffnet worden, 6 noch nicht, doch 6 ist schon geöffnet worden. Guckt einfach, ich weiß auch gar nicht, wann ich dieses Video hochlade. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Adventszeit. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!